Liebe ZuhörerInnen, bevor die eigentliche Folge gleich startet, möchte ich noch ganz kurz etwas loswerden. Und zwar werdet ihr gleich eine Triple-Kooperation hören. Treue ZuhörerInnen des Podcasts Anumundi von Byzantinern und Griechen kennen die Folge schon, aber ich denke und dachte mir, dass es sich lohnt, auch hier diese Folge zu veröffentlichen. Ich war vor ein paar Wochen in Wien und habe es mir nicht nehmen lassen, Günther von Anumundi und Ralf von Déjà-vu-Geschichte-Podcast dort zu treffen. Und wir haben zusammen zwei Folgen aufgenommen. Eine, die hört ihr heute, die nächste hörtet ihr dann, wenn ich sie geschnitten habe. Ja, dementsprechend wünsche ich euch heute ganz viel Spaß bei dieser Kooperationsfolge. Und ja, dann bin ich gespannt, was ihr davon halten werdet. Viel Spaß. Jassas und willkommen zu einer neuen Folge von Anumundi von Byzantinern und Griechen. Ich habe heute wieder ein Special für euch, denn ich nehme die Folge nicht alleine auf, denn ich sitze hier in Wien im schönen Döbling und mir gegenüber sitzen zwei liebenswürdige Podcast-Kollegen. Einerseits der liebe Ralf vom Déjà-vu-Geschichte-Podcast, der jetzt wieder in Wien wohnt. Servus Ralf. Hallo, Jesus. Und jemand, der den weiten Weg auf sich genommen hat, von Saarbrücken nach Wien, der liebe Elias von Historia Universalis. Servus Elias. Hi. Ich bin auch, glaube ich, ich überlege gerade, wenn immer so Saarbrücken fällt, gibt es irgendeinen anderen Podcast? Ich meine so Dresden, Berlin, München, Leipzig. Mhm. Ja, aber Saarbrücken. Wenn jemand sagt, hier ist ein Podcast aus Saarbrücken, dann kann man eigentlich von ausgehen, dass es du bist. Ja, ja, ich glaube schon. Ist fair. Ein bisschen erbärmlich. Naja. So eine kleine Stadt, so eine kleine Stadt sind wir nicht. Das stimmt eigentlich, ne? Wie viele Einwohner hat Saarbrücken? 150.000. Ja. Und dann mit Einzugsbereich sind wir bei 250.000. Ja, ich weiß, im Vergleich zu Wien ist das nichts. Ja, aber im Vergleich zu Graz geht's schon wieder. Ja. Auch Graz ist größer. Ja, ist auch größer. Na gut, also ich habe ein Thema recherchiert. Und zwar springen wir heute ins 14. Jahrhundert und wir widmen uns der Lebensgeschichte des vermutlich größten Hochstaplers der byzantinischen Geschichte. Hm. Also bis Hochstapler war ich noch, wie heißt der Postel, Gerhard Postel? Der sich als Arzt ausgegeben hat in Deutschland und auch Operationen durchgeführt oder Postmann oder so. Ah, Gerhard Postel? Weiß ich nicht. Ja, von dem habe ich auch mal was gehört. Es gibt ja da schon ein paar, ne? Also es war ja jetzt gerade mal auch bei Geschichten aus der Geschichte dieser Typ, der da behauptet hat, er wäre so ein Überlebender von irgendeinem Schiff gewesen und sich dann in den englischen Adel schleichen wollte. Genau, ja. Und das schien auch nicht so ganz koscher zu sein. Also gab es schon ein paar. Es gibt einige Hochstapler in der Geschichte. Ja, aber aus der byzantinischen Geschichte, ich glaube, da kennt man jetzt relativ wenige. Mir fällt keiner ein. Ja, und diese Lebensgeschichte, die wird uns führen unter anderem nach Konstantinopel, nach Palästina, Italien, Zypern und sogar bis nach Frankreich. Das ist eine internationale Biografie dann. Aber wie viel davon hat er wirklich gemacht und wie viel davon war Hochstaplerei? Das ist jetzt die Frage. Wir können das alles dann ganz zum Schluss dann noch besprechen, wie viel ihr davon glaubt, was ich euch jetzt vortragen werde. Der Name der Person, mit der wir uns heute beschäftigen, lautet Pavlos Tagaris. Oder auf Deutsch kann man auch sagen Paul Tagaris. Tagaris wurde geboren in Konstantinopel. Die einen sagen so in den 1320er Jahren. Die neuere Forschung geht eher von 1340 aus. Aber wir befinden uns auf jeden Fall im 14. Jahrhundert. Wie gesagt, war der Geburtsort von Tagaris Konstantinopel, die Hauptstadt des römisch-byzantinischen Reiches, wobei vom byzantinischen Reich zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht mehr allzu viel übrig geblieben ist. Ich wollte gerade sagen, ne? Wann ist das lateinische Königreich zu einem Ende gegangen und es gab wieder ein byzantinisches Reich, 50 Jahre davor, bisschen mehr? Genau, also 1261 haben die Byzantiner Konstantinopel zurückerobert. Okay, also sagen wir 80 Jahre davor.
Und dann nochmal 100 Jahre in der Zukunft schaut es ganz mies aus. Schwierige Zeit. Was noch übrig geblieben ist, das war eben die Hauptstadt am Bosporus mit ein bisschen Umland, also so in Thrakien, so Gebiet der heutigen europäischen Türkei, die Stadt Thessaloniki und noch Gebiete auf der heutigen, auf der Peloponnes im heutigen Griechenland. Aber die waren schon mehr oder weniger unabhängig, oder? Also die hatten einen relativ starken Statthalter. Genau, also vor allem dann auf der Peloponnes hat es dann so, also wurde ein Despotat eingerichtet, die waren relativ autonom, aber sie unterstanden zumindest formell noch dem Kaiser in Konstantinopel. Mhm. Aber rundherum, ja, da waren, also zu dem Zeitpunkt waren ja die Osmanen schon sehr groß, fast ganz Kleinasien war unter osmanischer Herrschaft. Bis dann so ein komischer Dude aus Zentralasien kam und es wieder platt gemacht hat. Ja, also knapp, nicht so ganz. Ja. Er war nah dran. Tamerlan ist dann, ja. Ja, nah dran. Also der hat das Leben des Byzantinischen Reichs noch ein bisschen verlängert, der liebe Tamerlan. Ja, der Vater von Tagaris, der hieß Manuel Tagaris, der sich im Kampf eben gegen die Türken ausgezeichnet hat. Und eben wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt beherrschen die Osmanen bereits fast ganz Kleinasien. Und es hat immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen gegeben mit den Byzantinern. Ich meine, jetzt einfach nur zur Einordnung, wenn wir jetzt sagen, 1340er Jahre geboren, ne? Also wann sind die Osmanen im großen Stil auf den europäischen Kontinent über? Ich glaube, 1370er war die Schlacht an der Maritsa, oder? Das muss ungefähr 1350 gewesen sein. Ja, also auch eigentlich schon das sind direkt haben sie dann in der übergesetzt, Zeit. Ja. Damit war ja Konstantinopel komplett umkreist eigentlich. Ne? Genau, und um 1400 war schon der größere Teil des südlichen Balkanhalbinsel unter osmanischer Kontrolle. Naja. Und irgendwie ein paar Jahre vorher waren doch auch die Byzantiner schon in Vasallenherrschaft, den Osmanen. Immer wieder. Ja. Immer wieder haben sie Vasallenstatus gehabt, haben Tribut zahlen müssen, haben Prinzessinnen abgeben müssen an den Sultan. Aber es wird in dieser Folge weniger um politische Geschichte gehen. Aber ja, schauen wir mal weiter. Aber das ist doch das Einzige, was ich kann. Aber dann werde ich heute zumindest etwas Neues erfahren. Ich bin gespannt. Ich kann auch nur politische Geschichte. Es ist hoffnungslos. Ne? Ja, es geht nicht ohne Politik. Aber ja. Und dieser Manuel Tagaris, also der Vater unseres Protagonisten, war verheiratet mit einer gewissen Theodora Asenina Paleologina, einer Nichte des byzantinischen Kaisers Andronikos II. Diese Frau war aber nicht die Mutter von unserem Protagonisten. Aber nichtsdestotrotz nahm er später den Namen Paleologos an, um eine Abstammung von der kaiserlichen Herrscherdynastie, ja, blöd wäre er gewesen, ne? Anzudeuten. Würde ich auch machen. Locker. Ich meine, wenn Armin Laschet von Karl dem Großen abstammen kann, dann kann er das locker machen. Tut er das? Hat er behauptet. Ja, aber so mathematisch und so, aber lassen wir das. Ich meine, so wie wir alle von Genghis Khan abstammen halt, ne? Also, wir alle stammen von Karl dem Großen ab, rein mathematisch. Ist das so? Ich glaube ja. Also rein mathematisch, wenn man die möglichen Anzahl von Vorfahren berechnet, müssen irgendeiner von unseren Vorfahren von Karl dem Großen abstammen. Okay, welchen Nachnamen können wir dann annehmen? Kaolussusson? Keine Ahnung. Karolussusson. Weil es ist dann irgendwann auch noch skandinavisch geworden. Also hast du noch einen Son drin. Ja. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Oder? So machen wir das. Also wir haben bestimmt auch irgendwo einen Skandinavier in den Vorfahren. Davon ist auch, ich meine, das haben doch alle Germanen. Ja, die Wikinger kamen aber auch überall mal vorbei und Brandplatzen, Blündern. Die haben den Byzantinern ja, wenn wir schon beim Thema sind, Sizilien weggenommen de facto. Also, na gut, da waren davor gleichzeitig auch, da waren auch die Sarazenen schon. Ne? Naja. Und gleichzeitig den Kaiser mit der Garde. Ah ja, geschützt. Die Varegerwaage, gerade, ja. Ja. Passt doch alles, ja. Thematisch. Doch sonst. Sinn. Als Tagaris 15 Jahre alt war, wurde für ihn eine Ehe arrangiert. Doch das war offensichtlich nichts für ihn und er entschied sich stattdessen, Mönch zu werden. Natürlich griechisch-orthodoxer Mönch. In dem Alter? Ich weiß, komisch. Naja, Berg Athos ist wahrscheinlich ganz nett, keine Ahnung. Unüblich war es nicht, sagen wir mal so. Oft wahrscheinlich für Zweitgeborene in Adelshäusern und so, oder? War das im orthodoxen Raum auch so? Also
Westeuropäischen war es ja relativ üblich, wenn man so nichts erben konnte. Ja, von der Jüngste oder so, der hat dann irgendwie eine kirchliche Laufbahn gemacht. Genau, das war ja naheliegend auch, weil es gab nichts zu erben, ne? Wenn du drei ältere Brüder oder so hast. Ja, also wie gesagt, das für den byzantinischen Bereich, es war nichts Unübliches, aber was sehr üblich war in Byzanz, war, dass auch ältere Personen dann eingetreten sind später, also auch wenn sie noch verheiratet waren, die haben sich ja quasi getrennt. Eine Frau ist im Frauenkloster, Mann ist im Männerkloster. Für Seelenheil quasi. Genau, und dann ist man versorgt im Alter und so weiter. So, also unser Tageriss wird Mönch, aber jetzt nicht in irgendeinem Kloster in Konstantinopel, von denen es ja auch genügend gab, sondern er ging an den heiligsten Ort der Christenheit. Jerusalem. Genau. Wirklich? Ich hätte Cincinnati gesagt. Ach. Der war ein bisschen weit der Weg. In den USA gibt es sicher auch eine Stadt, die Jerusalem heißt. Ja, darf man nicht auszugehen. Die liegt gleich neben Berlin. Ja, aber vom amerikanischen Kontinent wussten die Byzantiner nicht so viel. Das sagst du jetzt. Wenn sie die Varega-Garde gefragt hätten, die waren vielleicht verwandt mit dem Leif Erikson. Aber ich meine, wäre jetzt nicht so schwierig gewesen. Also unser Tageriss geht nach Palästina. Und wer herrschte im 14. Jahrhundert in Palästina? Im 14. Jahrhundert in Palästina. Waren das die Seldschuken? Nein. Nein, das war davor. Frage war eher an Elias gerichtet. Ja, aber Ralf hat ja so ein bisschen ausgeholt. Ach Gott, jetzt muss ich raten. Der Name ist heute schon gefallen. Ja. Ach so, das war natürlich Tamerlan dann. Nein. Tamerlan war ja, also war ja am Ende. Das war ja später erst. Aber gegen, Gott. Aber ja. Es gibt so 1200. Ah, die Mamluken waren da schon. Genau. Genau. Schau. Ich verbinde immer so ganz stark mit Ägypten und dann verbinde ich halt kaum was anderes mit ihnen. Die sind aber auch die Levante rauf gekommen. Kurzer Funfact: Man geht davon aus, dass bis Mitte der Herrschaft der Osmanen, also eben bis ins 14. Jahrhundert in Ägypten, die Christen noch die Mehrheit waren. Die Mehrheit sogar? Die Mehrheit, also koptische Christen. Ja. Was ganz interessant ist, wenn man sich dieses Land vorstellt. Also wie genau das jetzt stimmt und bis wann wirklich, aber gerade wenn man in die mamlukische Verwaltung schaut, das ist fast alles. Meine muslimischen Herrscher waren ja nicht unbedingt daran interessiert, dass alle konvertieren. Also mit Steuern haben die Verwaltung vom Byzantinischen Reich halt übernommen, dann indirekt sogar, ja, oder? Ja, und halt Jizya. Zunächst, ja. Jizya. Und dann die Kopfsteuer haben halt nur die Nicht-Muslime bezahlt. Klar, logisch, ja. Da wäre man ja blöd, wenn man alle zwangskonvertieren würde. Ja, das war ja auch. Die Osmanen auch nicht daran gelegen war, den Balkan zu konvertieren. Einerseits wegen der Jizya, andererseits wegen der Knabenlese. Also. Wobei das, glaube ich, übertrieben ist, oder? In absoluten Zahlen waren doch dann die Janitscharen dann auch nicht so der große Faktor wahrscheinlich, oder? Ja, gut. Und dazu, dass Eltern sehr froh waren, wenn sie ihre Kinder an den Osmanen Hof geben konnten, klar, und so weiter. Also nur dieses Narrativ, das häufig vom Balkan kommt, so die Osmanen haben uns zerstört, die Osmanen wollten alles zwangskonvertieren und diese schlimme Knabenlese und so weiter, da halt so ein bisschen spielen. Ja. Also wir sind in Jerusalem und es gab das Patriarchat von Jerusalem, eines der wichtigsten Zentren der Christenheit. Patriarchate muss ich, glaube ich, euch beiden nicht erklären, also es hat in der Spätantike haben sich fünf Patriarchate herausgebildet, fünf wichtige Zentren des damaligen Christentums. Natürlich Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem. Und aus diesem Verband hat sich Rom irgendwann verschüsst, beziehungsweise wurde ausgeschlossen aus der Gebetsgemeinschaft. Und es sind quasi vier orthodoxe Patriarchate übrig geblieben, bis dann neue gegründet wurden. Dann in Moskau zum Beispiel, oder dann auch die Serben und die Bulgaren haben dann auch irgendwann. Das ist komplett oft, und nicht komplett, aber ein bisschen off-topic, aber das würde mich jetzt interessieren. Heute ist es ja nicht so, dass, obwohl es ja relativ viele orthodoxe Nationalkirchen gibt, dass jedes Land einen Patriarchen hat, oder? Oft gibt es immer noch nur Metropoliten. Es gibt Unterschiede vom Titel. Ja. Also es gibt nach wie vor die alten Patriarchate plus ein paar neue, also Moskau und dann die Serben, die Rumänen, Bulgaren. Und dann gibt es noch sogenannte autokephale Kirchen, das heißt, die sind auch eigenständig innerhalb der orthodoxen Gemeinschaft, die aber jetzt keine Patriarchen haben, sondern das ist dann der Erzbischof von Athen zum Beispiel und so weiter. Okay. Sind das dann Metropoliten oder ist das wieder was ganz anderes?
Metropolit ist jemand, der mehrere Bischöfe unter sich hat. Aha, also noch eine Stufe über dem Bischof, aber kein Patriarch. Ja. Okay, okay. Habe mich da immer gewundert. Ja, ja, also Tagris geht nach Palästina und nach eigenen Angaben findet er dort eine Ikone mit Wunderkräften. Ja. Was halt so passiert. Also das letzte Mal, wo ich in Palästina war, habe ich auch eine gefunden. Ne? Normal, oder? Ich glaube, das wird auch teilweise im Hotel dann schon so aufs Kissen gelegt. Mhm. Ja, ja. Wird das an jeder Ecke angeboten mittlerweile. Ja. Ja. Tagris hat gemeint, okay, das ist was super Tolles, was er gefunden hat, kehrt sofort nach Konstantinopel zurück und stellt es dort dem dortigen Patriarchen vor, Patriarchen von Konstantinopel. Aber dort wusste man jetzt nicht so wirklich, was man jetzt damit mit dem Ganzen anfangen soll. Und man hat ihm diese Wunderikone abgenommen und Tagris kehrte beleidigt nach Palästina zurück. Also abgenommen ohne Bezahlung. Das ist nicht überliefert, aber was dafür. Aber wohl nicht allzu. Ja. Spricht dafür, dass da kein Geld für bezahlt worden ist. Er ist nicht im Kerker gelandet, also immerhin. Ja. Also wieder zurück in Jerusalem, sucht er dann die Nähe des dortigen Patriarchen namens Lazarus, der ihn zum Diakon weiter. Das heißt, offiziell ein Geistlicher. Kurze Zeit später musste aber Patriarch Lazarus nach Konstantinopel fliehen, weil er sich mit den mamlukischen Autoritäten überworfen hatte. Wir sind jetzt im Jahr 1368, zur Einordnung. Tagris blieb aber in Jerusalem zurück, geriet dann dort aber bald in einen Konflikt mit dem Stellvertreter des Patriarchen und so zog Tagris weiter, nämlich nach Antiochia. Also Antiochia liegt an der südlichen Spitze der heutigen Türkei. So Grenzgebiet Syrien-Türkei im Prinzip. Genau, also so Richtung Syrien runter, aber da gibt es quasi so, nur so einen Zacken, der noch zur Türkei gehört. Und gibt es, glaube ich, noch eine arabische Minderheit, die dort in der Türkei lebt. Und Antiochia war bereits in der Antike eine sehr bedeutende Stadt. Da ist doch im Mittelalter vor allem, ist ja dort dieses, was war das Ding, was sie ausgebuddelt haben im Kreuzzug? Ah, die Heilige Lanze, genau. Ja, natürlich. Und dort gab es dann Kreuzfahrerherrschaft, also das ist noch nicht so lange her, jetzt aus Sicht von Tagris, eben dann bis zur Eroberung durch die Mamluken. Und auch in Antiochia gibt es einen Patriarchen. Und mit dem freundete sich Tagris an. Dieser Patriarch namens Michael, der war erst frisch gewählt und der weihte Tagris dann zum Priester und übertrug ihm wichtige administrative Aufgaben in seinem Herrschaftsbereich, unter Anführungszeichen. Und hier zeigt sich jetzt schon deutlich das Streben von Tagris nach Macht und Geld. Denn er verkaufte Bischofssitze an die Höchstbietenden. Wo ist jetzt das Besondere? Also, das ist in der katholischen Kirche kaum eine Erwähnung wert, oder? Also, das ist doch noch nöcher passiert wahrscheinlich. Also, ist ein Ehrenmann, der Tagris. Man sollte es aber halt nicht zu offensichtlich machen. Ja, gut, ja. Aber gut, Antiochia ist halt ein kleines Städtchen, ne? Da spricht sie wahrscheinlich nicht. Also zu dem Zeitpunkt war Antiochia jetzt nicht mehr so groß. Also wurde stark zerstört dann eben im Zuge dieser Kämpfe zwischen den Kreuzfahrern und den Muslimen. Aber er hat eben nicht nur, er hat eben Bischofssitze verkauft und denjenigen, die dagegen protestierten oder die nicht zahlen wollten, denen drohte er damit, sie einen lokalen Emir auszuliefern. Damit aber nicht genug. Er wurde noch anmaßender und er nannte sich jetzt selbst Patriarch von Jerusalem. Warte mal, Moment. Der sitzt in Antiochia, hat anscheinend einen guten Kontakt zum Patriarchen von Antiochia und behauptet dann von dort aus, er wäre der Patriarch von Jerusalem, während da einer sitzt. Ja, aber der ist ja nicht in Jerusalem, der ist ja jetzt in Konstantinopel. Der ist ja Blödsinn, okay. In Jerusalem gab es ja jetzt keinen Patriarch mehr. Ja, aber den Typen gab es doch noch immer, der ist doch einfach nur geflohen. Also der ist geflohen. Hat er den Titel wirklich offiziell aufgegeben? Ja, dieser Sitz war jetzt verkannt. Ah. Na gut, dann kann man es ja machen. Also, aber behaupten wir jetzt auch, Kanzler von Deutschland zu sein, nur weil der gerade unbesetzt ist? Ist nicht unbesetzt, es gibt ja eine. Ja, in Vertretung, oder? Naja, Geschäftsführer. Geschäftsführer, verdammt. Und jetzt, wir müssen irgendeinen Titel finden, der vakant ist. Da gibt es sicher Lehrstühle, wir können uns Professor nennen. Es gibt irgendwas ist immer vakant. Ja. Also. Hier nenne ich Patriarch des Saarlandes oder so. Willst du Patriarch des Saarlandes sein, Elias? Ich glaube, hier finden sich zwei auf jeden Fall byzantinische Priester, die dich anerkennen würden.
Deine Gemeinde ist überschaubar. Wir haben eine relativ große russische Gemeinde im Saarland, also russisch-orthodox. Lustigerweise wohne ich neben der Kirche, wo die russisch-orthodoxen ihre Feiertage feiern. Also, wenn die mir dann über Essen bringen. Kann man schon machen, ja. Und ich meine, für dich ist der Luxus, du kannst halt zweimal Weihnachten feiern. Einmal am 24., einmal am 6. Januar. Ist cool. Gibt es auch ein drittes Weihnachten? Fürs Weihnachtssammeln? Ja, keine Ahnung, chinesisches Neujahr oder so. Dann noch das persische Neujahrsfest. Machst mit. Ja, alles. Alles mitnehmen. Ja. Schauen wir mal, was sich machen lässt. Also wie gesagt, Tagris nennt sich jetzt Patriarch von Jerusalem. Diese Stelle war gerade vakant, nachdem der Patriarch Lazarus ja geflohen war. Doch Tagris wurde nie in dieses Amt gewählt. Ich frage mich, warum. Also das war vollkommen unrechtmäßig, was er gemacht hat. Echt? Also das kann man jetzt, also das finde ich jetzt unfair. Das ist so, als würde man sagen, dass der große Eliassos vom Saarland nicht anerkannter Patriarch wäre. Also ich meine, sowas akzeptiere ich nicht. Und ja, was man halt als Patriarch so macht, er hat dann selbstständig angefangen, Bischöfe zu weihen. So, eh. Und für diese Zeit ist eine Episode überliefert. Ah, Entschuldigung, hat er auch verkauft, oder? Also die er jetzt geweiht hat. Ist anzunehmen, wissen wir. Okay, ja. Und so für diese Zeit, also so Antiochie-Umgebung war, ist eine Episode überliefert, der zufolge Tagris in den Kaukasus gereist sei, in georgisches Gebiet. Dort habe er in einen Machtkampf innerhalb der Königsfamilie angezettelt und sich selbst als Schiedsrichter angeboten. Und schlussendlich erwählte er einfach den Höchstbietenden zum König von Georgien. Der, also ich versuche mir gerade den Typen vorzustellen, der da einfach reinmarschiert. Ja, also, er war's. Lasst mich das entscheiden. Er ist jetzt König. Aber dieser Machtkampf ist in den georgischen Quellen leider nicht belegt und somit sehr zweifelhaft. Ja, also ein bisschen vorsichtig sein. Woher kommt die Annahme oder in was für einer Quelle hat deine Autobiografie? Wir geschrieben? Werden über die Quellen noch sprechen müssen. Okay gut. Laut eigenen Aussagen hat Tagris in jener Zeit kurz überlegt, nach Konstantinopel zurückzukehren, um für seine Verfehlungen um Vergebung zu bitten und sein Vermögen den Armen zu spenden. Doch da erreichte ihn eine Nachricht aus Antiochia. Wird auch noch Patriarch von Antiochia. Ihm wurde ein Bischofssitz angeboten. Ach ja. Nur. Und zwar in Tavresion. Das liegt relativ ab vom Schuss irgendwo im Taurusgebirge. Das klingt aber überhaupt nicht angemessen. Aber, also Tagris hat das angenommen und ist jetzt völlig rechtmäßig zum Bischof geweiht worden. Ja, aber. Das war gesegnet, also abgesegnet von höchster Stelle, so in Antiochia. Na gut. Nimmt man an, oder? Ja, ich meine, wo ist das Taurusgebirge? Südosttürkei. Südosttürkei. Ja, es ist halt so weit weg dann von Antiochia, da kann man nochmal hin, wahrscheinlich. Aber es kann ja nur eine Zwischenstation sein für. Eben, ja. Größer. Ja. Wir sind jetzt im Jahr 1375. Ich glaube, ich bin auch voreingenommen. Wenn ich Taurus höre, denke ich an den Taunus und da will halt echt niemand hin. Das stimmt. Taurus. Ja, das ist dann eh besser, ja. Ja, aber mittlerweile ist die Kunde von Tagris Treiben bis nach Konstantinopel durchgedrungen. Und als er gerade in der Gegend von Trapezunt am Schwarzen Meer unterwegs war, da erreichte ihn ein Brief, der ihn aufforderte, in die byzantinische Hauptstadt zurückzukehren, wo ihm der Prozess drohte. Und Tagris suchte jetzt nach einem Ausweg. Und er überlegte, wer ihn vor dem Patriarchen von Konstantinopel beschützen könnte. Der Patriarch von Jerusalem. Und der ist er ja selber. Der Ex-Patriarch von Jerusalem, der geflohen ist. Der sitzt in Konstantinopel. Wie wär's mit dem Papst? Bingo. Ah. Okay, sorry. So weit habe ich nicht gedacht. Ach komm, offensichtlich. Hut ab. Alter Freund. Ja. So entschied er sich, nach Rom zu gehen. Warum Rom? Also es gibt die Vermutung, dass die Familie von Tagris in Konstantinopel romfreundlichen Kreisen angehört hat, die sich für eine Kirchenunion stark gemacht haben. Die waren sicher beliebt. Es gab ja im Spätmittelalter mehrere Versuche, die orthodoxe Kirche mit der katholischen Kirche wieder zu vereinen. Die byzantinischen Kaiser erwarteten sich dadurch militärische Unterstützung aus dem Westen. Doch war diese Kirchenunion bei der Mehrheit der Bevölkerung äußerst unbeliebt.
Und das lag nicht zuletzt daran, dass die Erinnerungen an den vierten Kreuzzug noch sehr frisch waren. Ja, das war auch ein bisschen eine Scheißaktion. Also der vierte Kreuzzug, da haben die Venezianer sich schon aufgeführt. Also das war... Ja, aber die anderen haben sich auch schön an der Nase langführen lassen, also. Ja, ich meine, und ja, okay, es hätte halt Venedig auch echt niemand bezahlt, wenn sie jetzt nicht Byzanz geplündert hätten. Also kaufmännisch gesehen kann man das schon argumentieren, aber ich verstehe jetzt die Byzantiner. Ja, aber wie gesagt, das ist alles nur eine Vermutung, dass Tagaris irgendwie diesen romfreundlichen Kreisen angehört hat, um jetzt seine Zuwendung zu Rom zu erklären. Sei jetzt mal dahingestellt. Damit er auf seiner Reise nach Italien aber auf keinen Fall in die Hände der byzantinischen Autoritäten gerät, machte Tagaris einen weiten Bogen. Er reiste nämlich über das Schwarze Meer auf die Krim, wo er angeblich vor dem lokalen Tatarenherrscher mit seinen Juwelen prallte. As you do. Also Elias, Tatarenherrscher, 14. Jahrhundert gab's. Das war, wenn es nur die Krim war, ein Emir. Im Grunde keinen Khan, weil im 14. Jahrhundert die Goldene Horde noch mehr oder weniger intakt war. Da befinden wir uns jetzt aber schon zur Pestzeit. Dort war mehr als nur Chaos. Also es kann sein, dass da irgendwer behauptet hat, es sei Khan. Also das also von 1360 bis 75, 80 ist so die sogenannte Zeit der Bürgerkriege, Time of Troubles, wo wir fast gar nicht sagen können, wer wann, wo, wie herrschte. Danach kommt irgendwie dann so eine Übergangszeit bis 1380, 90, wo dann Tochtermisch sich durchsetzt und davor der sogenannte Uruz Khan, aber der war es wahrscheinlich nicht, weil der kommt eher aus dem Osten. Auf der Krim gab es immer dann noch so mehr oder weniger unabhängige Herrscher, gab auch schon die Vorgänger der späteren Krimkane, also diese Giray-Familie, hat nur der vielleicht schon gelebt zu der Zeit, bin mir gerade nicht sicher, aber wenn waren es nur die Vorfahren, aber im Grunde genommen gab es keinen de facto, pro forma unabhängigen Herrscher der Krim. Auf jeden Fall auf der Krim heuerte unser Tagaris mehrere Begleiter an, die ihn schließlich auf seiner Reise begleiteten, und zwar reiste über das Gebiet der heutigen Ukraine nach Ungarn, dann weiter zur Adria, von wo er aus dann nach Italien übersetzte. Der Papst hieß zu diesem Zeitpunkt Urban der VI. Und Tagaris trat vor ihn, überreichte ihm Geschenke und beichtete zumindest einen Teil seiner bisherigen Verfehlungen. Weiß ich von keinem. Gab nichts. Moment, er hat mal in der 6. Klasse dem Andrionos weggenommen ist, Pausenbrot. Ja, aber komm, der Andrionos, also der hat schon irgendwie auch drum gebettelt. Das hat er vielleicht gebeichtet. Ja, also vielleicht hat er das gebeichtet, ja. Aber was noch wichtiger ist, er schwor dem griechisch-orthodoxen Glauben ab und trat zum Katholizismus über. Das ist aber schon ein ziemliches Statement jetzt. Also ich meine, das macht in man ja auch nicht so. In der damaligen Zeit war das ein riesengroßer amtierender Patriarch Bischof von, ja gut, okay, aber zumindest Bischof da von, ich habe die Stadt vergessen, im Taurus. Nicht so wichtig, ja. Also er war geweihter Bischof. Stellt euch vor, der Bischof von, keine Ahnung, gibt es im Saarland einen katholischen Bischof? Wir sind entweder Trier oder Speyer. Ja, okay, sagen wir, der Bischof von Trier sagt jetzt einfach seinem Glauben ab und wird Protestant oder so. Das wäre schon ein bisschen. Ja, gut, sag mal, gehen wir mal lieber zu Speyer, weil Trier ist dann ja wirklich noch Erzbischof und so weiter. Ah, okay, also, okay. Ist ja auch das egal. Das wäre nochmal eine Nummer größer. Aber auf jeden Fall. Ja. Finde ich schon. Ja, ihr habt recht. Also, das war zur damaligen, also vor allem noch zur damaligen Zeit ein riesengroßer Schritt, der nicht, also normalerweise nicht leichtfertig vollzogen wurde. Und Papst Urban VI., der scheint sehr beeindruckt gewesen zu sein von diesem Tagaris, der behauptete, Patriarch von Jerusalem gewesen zu sein. Und dieser Tagaris, der kam dem Papst gerade recht, denn er brauchte jemanden mit guten Kontakten zum Osten. Und der Papst ernannte Tagaris somit im Jahr 1380 zum lateinischen Patriarchen von Konstantinopel. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, warum braucht er Kontakte in Richtung Osten? Und habe das schon mal gerade versucht, das zeitlich ein bisschen einzuordnen. Ist aber zu früh, um für die Allianz gegen die, nicht ganz zu früh. Es war noch nicht diese Allianz mit Venedig und dem Papst dann gegen die Osmanen. Nee, das wäre zu früh. Naja, ich meine,
ich glaube, es gab ja immer im Verlauf des ganzen Mittelalters einen Drang in Richtung Osten von katholischer Seite, nur meistens mega erfolglos, wenn gerade ein Kreuzzug war. Naja, es gab ja schon den Nikolaus, der in Persien an der Macht war. Ach so, ja, stimmt. Ja. Der nicht, dann später nicht mehr Nikolaus hieß, aber... Ja. Ha. Weiß ich nicht. Tagaris wird zum lateinischen Patriarchen von Konstantinopel ernannt. Dieser Posten war gerade vakant. Doch was ist der lateinische Patriarch von Konstantinopel? Na, der nicht orthodox ist. Ja, aber warum ist er ein Patriarch? Ich meine, es gibt ja keine katholischen Patriarchen. Ja, gibt es sie nicht? Nicht wirklich, nein. Es gibt Bischöfe und Erzbischöfe. Im Zuge des vierten Kreuzzuges wurde Konstantinopel von den katholischen Kreuzfahrern und von Venedig erobert im Jahr 1204. Daraufhin ist in Konstantinopel das sogenannte Lateinische Kaiserreich errichtet worden, mit einem katholischen Kaiser und natürlich auch mit einem katholischen Patriarchen. Also es gab ja quasi nur noch einen Patriarchen im katholischen Gebiet und das war der Papst, der in Rom war. Es ist die Frage, ob er sich auch noch Patriarch genannt hat und erst dann mit Konstantinopel standen sie ja vor der Wahl, nochmal den Patriarchen einzusetzen oder eben nicht. Die Katholiken, also der Papst hat Patriarchen eingesetzt, eben wie hier in Konstantinopel. Und es oder auch in Jerusalem später. Es oder gibt bis heute den lateinischen Patriarchen von Jerusalem. Und ist der wirklich vom Papst? Der ist vom Papst eingesetzt und der ist zuständig für die Katholiken in diesem Raum. Mhm. Okay, im Heiligen Land gibt es nach wie vor viele Katholiken in Jordanien und so weiter. Mhm. Und der hat bis heute den Titel Patriarch. Das heißt, es gibt vom Papst auserkoren oder zumindest anerkannt Patriarchen, aber die gibt es eigentlich nur im Ostmittelmeerraum. Genau, bei diesen alten Patriarchen. Was halt üblich war. Mhm. Ja, aber die Byzantiner haben ja 1261 Konstantinopel zurückerobert und die setzen wieder einen orthodoxen Patriarchen ein. Und der lateinische Patriarch musste ins Exil gehen. Und dessen Sitz war nun Negroponte. Das ist in der Ägäis, die Insel von den Venezianern. Die Insel Euböa. Ah. Die heute zu Griechenland gehört. Mhm. Aber eben ab dem vierten Kreuzzug war Euböa unter venezianischer Herrschaft. Mhm. Und diese dort war quasi lange der Insel in der Ägäis neben dem Nordöstlich von Athen, so längliche Insel. Ah, okay, ja. Also nahe dem heute griechischen Festland, nicht irgendwie, wo Samos und Lesbos sind, sondern okay. Mhm. Nicht weit von Athen. Ja. Genau, und dort ist quasi der Exilsitz des lateinischen Patriarchen von Konstantinopel. Also nachdem jetzt Tagaris bereits selbsternannter orthodoxer Patriarch von Jerusalem gewesen war, war Tagaris nun der offiziell vom Papst eingesetzte katholische Patriarch von Konstantinopel. Zumindest Titularpatriarch. Und er legte jetzt nun seine Mönchsrobe ab und er kleidete sich standesgemäß mit den feinsten Gewändern ein und er schmückte sich mit Juwelen. Ja, er hat sie doch schon vorher angegeben auf der Krim mit seinen Juwelen. Ja, aber die hat er, glaube ich, nicht so offen gezeigt. Ah. Und vor dem Khan wäre es auch wurscht gewesen. Ja, gut. Also davor der war er noch eher als Mönch gekleidet und jetzt... Dem Khan ist egal, was der für dich als... Der hat gelächelt und hat kurz sein goldenes Zelt angeschaut und dachte sich... Ja, und vor allem ist dem egal, ob du jetzt als was auch immer für ein Christ, was auch immer für eine Robe trägst. Das ist doch dem Khan der Krim komplett egal. Also ich glaube, da kann man schon mal angeben. Sein Äußeres wurde später folgendermaßen beschrieben. Ah, jetzt wird's spannend. Er trug einen Bischofshut, goldene Schuhe und eine feinere Kleidung als die Bischöfe in Frankreich. Man sah ihn immer auf dem Rücken eines Pferdes und stets begleitet von einer stattlichen Entourage. Tagaris selbst war sehr klein, er trug einen langen Bart, hatte eine graubleiche Gesichtsfarbe und er war sehr ernst in seinem Gehabe. Mhm. Sympathisch klingt er jetzt nicht unbedingt, aber das heißt, langer Bart, schon ein bisschen mönchsartig nach wie vor. Aber das ist typisch orthodox. Auch in einem... Priesteramt noch oder? Ja. Doch, okay. Also Priester rasieren sich. Ah, stimmt, ja. Die Patriarchen, die von Serbien kenne ich ein bisschen, die schon auch immer so aus. Ne? Also man muss quasi körperlich unversehrt sein für diese Ämter und da gehört auch der Bart dazu. Ah ja, klar. So, jetzt musste Tagaris natürlich seinen Patriarchenthron in Negroponte, also Euböa, in Besitz nehmen. Dazu reist er zunächst in die Küstenstadt Ancona und dort wurde er feierlich empfangen als neuer Patriarch von Konstantinopel und er schenkte der dortigen Gemeinde eine Reliquie,
und zwar den Kopf des heiligen Jakobus, des Bruders von Jesus. Wie man sich denken kann, ist die Herkunft dieses Kopfes ein bisschen fraglich. Und er übergab der Kathedrale von Ancona noch weitere Reliquien, unter anderem einen Nagel des heiligen Kreuzes und einen Fuß der heiligen Anna, ja, der Mutter Mariens. Also am Heiligen Kreuz hat es mindestens 2 Millionen Nägel gegeben, wenn es danach sowieso geht. Und die Vorhaut ist halt auch von hier bis... Ja, die ist... Da gibt es in Wien die Vorhaut, Christian. Das sagst du jetzt. Davon gehen wir alle aus. Aber ist schade, also ich war gerade in der Nähe von Ancona noch im September und wenn ich das gewusst hätte... Du hättest hingehen sollen, ja, denn Tagaris verfügte, dass jeder Pilger, der diese Reliquien verehrt, Ablass von den Sünden erhält. Oh, das wäre ein Deal gewesen. Das wäre ein Deal. Ah. Von Ancona reiste Tagaris schließlich nach Negroponte, wo er von 1380 bis 1384 residierte. Dort stand ihm sein Bruder Georgios als Verwalter zur Seite und gemeinsam trieben sie einige undurchsichtige Geschäfte, indem sie Ländereien verpachteten. Mhm. Und schließlich wurde Tagaris von seinem Nachbarn angeschwärzt, dem lateinischen Erzbischof von Athen. In Wie gesagt, nicht so weit weg. Ist nicht weit weg. Und dort gab es zu diesem Zeitpunkt ja noch einen katholischen Kreuzfahrerstaat, das Herzogtum Athen. Und dieser Erzbischof von Athen wandte sich an den Papst und er beschwerte sich über Tagaris, über seine Machenschaften und bezichtigte ihn als Hochstapler. Also wieder einmal wird es brenzlig für ihn. Und er erkannte, dass da irgendwie von päpstlicher Seite ungemacht drohte und er floh abermals nach Zypern. Nach Zypern. Aber da war ja auch noch ein kurzer Königreich. Da waren die Lusignans ja noch an der Macht. Ach so. Also auch katholisch. Ja. Okay. Genau. Also Zypern ist 1191 von Richard Löwenherz erobert worden. Mhm. Der war gerade auf seiner Rückkehr vom dritten Kreuzzug. Und die Insel ging schließlich in den Besitz über der Familie Lusignan, einem französischen Adelsgeschlecht, die immer sehr engagiert waren bei den Kreuzzügen. Königgestellten teilweise und andere Fürsten. Genau. Guy de Lusignan kennt man vielleicht aus Königreich der Himmel. Bester Film überhaupt, kann ich jetzt an dieser Stelle sagen, wo mir keiner widerspricht hier. Nicht gesehen, ich widerspreche trotzdem. Oh, verdammt. Der beste Film überhaupt ist ein Statement. Weil ich den mit 18 gesehen habe, habe ich ihn gut gefunden. Weiß nicht, wie ich ihn heute finden will. Nein, der beste Film aller Zeiten ist Space Jam 2. Das wissen alle. Nie gesehen. Nee, zum Glück nicht. Ich auch nicht. Ja, also der Herrscher von Zypern, Jakob II., der hieß den lateinischen Titularpatriarchen von Konstantinopel willkommen. Und ehemaligen Patriarchen von Jerusalem und ehemaligen Bischof von... Also soweit wir wissen, immer noch Bischof von wo auch immer. Ja, aber der König von Zypern ist katholisch, das heißt, das andere ist für ihn uninteressant. Und Jakob II. Von Zypern, der lässt sich nun in Nikosia von Tagaris zum König krönen. Für eine läppische Summe von 30.000 Goldmünzen. Ja, heutiger Geld, Inflationsrechner, gehen wir davon aus, viel. Also ich glaube, also mit diesem Honorar lässt es sich ganz gut leben. Und Tagaris pflegte nach wie vor einen sehr ausschweifenden Lebensstil und er vergab auch Lehen und Bistümer auf der Insel. Lehen? Wie ist er an das Land gekommen? Der war ja nicht mal weltlicher Herrscher. Also, naja gut, anderes hat Kirchlicher Grund. Gibt's ja. Okay. Jetzt beging Tagaris aber einen großen Fehler. Denn er entschied sich, nach Rom zurückzukehren. Warum genau, weiß man nicht. Offensichtlich hat er gehofft, dass die Anschuldigungen gegen ihn mittlerweile vergessen worden sind. Dem war aber nicht so. Immer noch Urban oder? Ja. Ah. Und es gab in Rom einige Zeugen, die gegen ihn aussagten. Er wurde verhört und wegen Betrugs verurteilt. Und Papst Urban VI. Ließ ihn ins Gefängnis werfen, in dem er dann ein paar Jahre verbringen sollte. Zu seinem Glück starb Urban im Jahr 1389. Also er war schon so 3-4 Jahre im Kerker. Mhm. Aber der neue Papst, Bonifatius IX., der sprach zu Beginn seines Pontifikats eine Generalamnestie aus und Tagaris kam frei. Ich dachte jetzt kurz, zu seinem Glück starb Tagaris bald im Gefängnis. Aber gut, ja, das ist besser. Ach so, nein. Tagaris war nun allerdings in einer sehr schlechten Lage, also sowohl sozial als auch ökonomisch. Also dann hatte er
gar nichts mehr. Und er musste bei seiner Freilassung versprechen, sein Leben als Betrüger hinter sich zu lassen. An das scheint Tagaris sich aber nicht halten zu wollen. Ein Schock. Und er fand einen Ausweg. Welchen Patriarchenstuhl oder Bischofsstuhl hat er jetzt beansprucht? Papst. Pass auf, er will nur Papst werden. Glaubst du, er will noch Papst werden? Keine Ahnung. Nee, das ist krass, oder? Aber wo sind wir jetzt gerade? So 1380er? Wo will man 1380 rum sich eine Chance finden? Ich meine, wo geht man da hin? Was würdest du machen, Elias? Oh Gott, schwierige Frage. Ja, ich meine, Paris. Ich würde gegen Papst in Avignon werden wollen. Gegen Papst in Avignon? Weil dann wäre er ja doch Papst. Ja, aber das wäre cool. Aber das kann man auch machen. Ja. Das ist erreichbar. Die haben aber meistens lang gelebt in Avignon. Ja, gut. Aber es ging auch ein bisschen dem Ende entgegen gerade. Also das war nicht ganz so cool. Das hätte man, das wäre doch, das, schauen wir mal. Ja. Ich merke, ich sitze mit zwei Experten hier am Tisch. Denn Tagaris entschied sich an einen Konkurrenten des Papstes zu wenden. Ach nein! Hut ab! Wer war im 14. Jahrhundert der große Konkurrent des Papstes in Rom? Oh Gott, wer war denn das? War das Gregor gerade? Nee. Also der Papst in Avignon saß. Ja. Genau, denn es gab ja noch einen zweiten Papst, nämlich den Papst in Avignon. Wir sind in der Zeit des abendländischen Schismas. Ein Traum. Tagaris reiste aber nicht direkt nach Avignon, sondern ging zuerst an den Hof des Grafen von Savoyen. Das ist ja fast Frankreich, also ein bisschen recht hatte ich auch. Ja. Amadeus VII. Savoyen, sein Herrschaftsgebiet, ungefähr so im Dreiländereck, Frankreich, Italien, Schweiz, diese Gegend. Und Graf Amadeus VII. Piemont heutiges im Prinzip, oder? So ein bisschen. Ist das Piemont? Später dann, genau, wenn die Franzosen den Savoyern das Französische wegnehmen, dann werden sie bleibt Piemont übrig. Ja. Genau, ne, so Gebiet ist am Genfersee. Und, ja, so. Und weil wir ja gerade in Wien sind, Prinz Eugen war ja von Savoyen. Genau, der war auch von Savoyen. Und Graf Amadeus VII. Von Savoyen, der zählte zu den Unterstützern des Papstes in Avignon. Und Tagaris konnte den Grafen überzeugen, dass er ein verschollener Verwandter von ihm sei. Ja, also klar. Grafen. Außerdem inszeniert er sich jetzt als Märtyrer, der vom römischen Papst eingesperrt wurde und dadurch verarmt sei. Und zwar nur, weil er loyal war gegenüber dem Papst von Avignon. Jetzt habe ich irgendwie gerade mal eine Frage. Wie viele Sprachen hat der Herr Tagaris eigentlich gesprochen? Das wollte ich gerade fragen. Weil seine Muttersprache muss ja griechisch gewesen sein. Ja. Konnte der dann Französisch und Italienisch? Weil mit nur Latein wäre er da ja nicht unbedingt als glaubwürdig durchgegangen, oder? Also Latein konnte er wahrscheinlich, Französisch konnte er nicht. Aha. Italienisch weiß ich nicht. Weil das kommt mir komisch vor, weil... Ich nicht spreche Sprache, aber ich spreche näher Verwandter, ich bin verschollen. Weil auch wenn du jetzt irgendwie als griechischer Muttersprachler halbwegs brauchbar Latein kannst, was ja auch nicht unbedingt gegeben ist jetzt im oströmischen Kontext, aber nehmen wir es an, kommst ja immer noch nicht weit in Westeuropa. War meistens in einer Lage, dass er sich Dolmetscher leisten konnte. Ah doch, so. Und zu dem kommen wir auch noch. Ja, aber trotzdem, ich bin ein entfernter Verwandter und spreche zufälligerweise nicht Italienisch, nicht Französisch, ich spreche nur Griechisch. Aber was du nicht wusstest, dass deine Tante zweiten Grades hat. Ist schwierig, also das ist wirklich schwierig. Ich würde schon kurz überlegen. Also das ist wirklich, weil wenn es Deutsch wäre von mir aus, ja, kann man vielleicht noch was konstruieren. Aber Griechisch. Ja, aber also jetzt mit der Verwandtschaft. Die Verwandtschaft zwischen Tagaris und dem Grafen von Savoyen wäre tatsächlich über viele Ecken möglich gewesen. Aha. Denn Tagaris behauptet ja, aus dem byzantinischen Kaiserhaus zu stammen. Ach so, und das geht dann. Und das war irgendwie mit dem Haus Savoyen verwandt. Okay. Gut. Okay. Jetzt wird ein Schuh draus. Aber die Behauptung, dass er eingesperrt worden ist, weil er loyal war gegenüber dem Papst in Avignon, das ist natürlich eine komplette Lüge. Ja, also Tagaris, der konnte den Grafen Amadeus überzeugen, also eben mit dieser Behauptung, dass er gelitten hat unter dem römischen Papst und eben auch konnte ihn überzeugen, dass er einen Anspruch hat auf den Patriarchenthron von Konstantinopel. Das hat Amadeus ihm geglaubt. Und Tagaris wurde nun wieder ein angesehener Kirchenmann. Mhm. Der Graf von Savoyen stattete ihn mit einer großen Summe an Geld aus, gab ihm 12 Pferde und 12 Diener. Mhm. Und damit Tagaris auch standesgemäß aussieht, ja, wurde er auch eingekleidet.
Tagaris reist jetzt also nach Avignon und tritt vor den Papst Clemens VII. Clemens war es. Und auch vor die Kardinäle, die dort waren, und wurde mit allen Ehren empfangen. Und auch dem Gegenpapst, dem klagte Tagaris sein Leid, dass er ungerecht behandelt wurde durch den bösen römischen Papst. Und ja, hielt einige Geschenke. Und in Avignon wurde nun beschlossen, dass Tagaris den französischen König treffen sollte. Oh. Ich hatte doch ein bisschen recht. Und doch zusammen das Ganze. Ja, zusammen. Den französischen König treffen. Ah ja. Der König von Frankreich wird zu diesem Zeitpunkt Karl VI. Und man informierte diesen rechtzeitig über den Besuch, damit ein ehrenvoller Empfang vorbereitet werden konnte. Und mehrere französische Bischöfe wurden Tagaris entgegengeschickt, um den lateinischen Patriarchen von Konstantinopel in Empfang zu nehmen und in die Hauptstadt Paris zu begleiten. Der Typ ist schon gut drauf. Ja. Also, es ist nicht schlecht. Und dort in Frankreich, dort gefiel es dem Tagaris sehr gut. Da blieb er längere Zeit. War ein Weintrinker, ne? Möglicherweise. Aber vor allem, er war dort ein Stargast. Denn er kam aus dem exotischen Osten. Und das Beste war, niemand kannte ihn, niemand kannte seine Vergangenheit. Und er musste nicht befürchten, dass ihn irgendjemand als Betrüger enttarnt. Ja, vor allem ja Frankreich stramm auf Avignon eingestellt. Da war genau. Auch der Papst egal. Also egal. Super. Und echt cool. Dass da jemand aus Konstantinopel vorbeikommt und sagt, hey, das ist ein Betrüger, das ist eher unwahrscheinlich. Ist ja wurscht, ja. Also Tagaris fühlte sich sehr sicher in Frankreich und besuchte dort viele Kirchen und Klöster und immer begleitet von einem Dolmetscher, denn er konnte kein Französisch. Und Tagaris besuchte auch das Kloster von Saint-Denis. Sehr schön. Ja? Warst du schon? Ja. Wo ist Saint-Denis? Paris. Ah, okay. Also mittlerweile ist es in Paris drin, okay. Wenn ich nicht falsch informiert bin, dass es das war, wo ich war. Wird schon stimmen. Ja. Und hinter dem Heiligen Saint-Denis verbirgt sich der heilige Dionysius. Der war im 3. Jahrhundert der erste Bischof von Paris, der dann auch als Märtyrer gestorben ist. Und er gilt als Nationalheiliger Frankreichs und war Patron der französischen Könige. Also der ist so richtig klassisch Diokletian-Zeit wahrscheinlich gestorben. Früher sogar noch. Ich glaube früher. Ja. Und dieser Saint-Denis wird seit dem Frühmittelalter gleichgesetzt mit einem anderen Dionysius, Dionysius Areopagites. Und der war Bischof von Athen, allerdings schon im 1. Jahrhundert nach Christus, also sehr, sehr früh. Kommt auch öfter vor, oder? Dass so Heilige zusammengelegt werden. Kommt ganz oft. Beim Nikolaus von Myra ist das, glaube ich, auch so, oder? Dass das ja gar nicht so eindeutig ist, wer da gemeint ist und so. Ja, das hat man oft mehrere Heiligengeschichten, die dann irgendwie zusammengeführt wurden. Dann ist nicht mehr klar, wer. Bei den beiden ist eigentlich relativ klar, also ganz sicher klar, dass es nicht die gleiche Person war, aber trotzdem gibt es irgendwie da eine Tradition, dass man die zusammen verehrt. Und auf diese Gleichsetzung bezog sich auch Tagaris und er erklärte den Mönchen des Klosters Saint-Denis. Jetzt will er sich heilig machen. Jetzt ist er irgendein Heiliger. Glaubst du? Nein, ich weiß. Solange er lebt, kann er kein Heiliger sein. Du kannst doch nicht sehr als Lebender. Okay, ja, stimmt auch. Vielleicht einen Großvater heilig machen oder so, aber. Ja, das. Er stammt von irgendeinem Heiligen ab. Weiß ich nicht. Vielleicht. Ja. Oder er will mal wieder irgendwo Reliquien auftreiben und so tun als Ort oder so. Ja, Tagaris erklärte den Mönchen, dass es in Athen noch einige Reliquien des heiligen Dionysius gibt. Ich bin heute aber, der läuft. Ist ja beide gut. Ja. Also in Athen gibt es laut Tagaris unter anderem noch einen Gürtel von Dionysius und seine Sandalen und einige Bücher, die dieser selbst verfasst habe. Wie die Leute damals, ich meine, ja, ist okay, aber dass man irgendwie 1300 Jahre oder waren auch immer 1000 Jahre nach dem Typen, glaubt, dass sich die Sandalen noch gehalten haben. Also das ist doch... Ja, also Moment mal, du findest auch heute noch Römer-Sandalen. Also das ist schon realistisch. Das ist Leder? Ja, ja. Echt? Ja. Das wusste ich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass Leder so lange bestehen kann. In den richtigen Umständen definitiv. Ja, okay. Also auch außerhalb jetzt irgendwie von Pompeji oder so. Ja, ja. Okay. Dem letzten Mal irgendwie auf Twitter gesehen, dass es jetzt nochmal eine neue Ausstellung gibt von so vorzeitlichen Mammutfellzelten, die gefunden worden sind. Also auch Lederzelte aus der 15.000 Jahre vor Christi oder so. Wirklich? Ja, ja. Das hätte ich einfach nicht. Ich hätte gedacht, das ist so organisches Material, das kann gar nicht so lange halten. Okay. Es kommt ganz auf die Umstände an, wo das unter der Erde liegt.
Wieder was gelernt. Also da bin ich wieder der falsche Ansprechpartner, als nicht Archäologe, aber der könnte, der oder die Archäologin könnte das jetzt definitiv erklären, was für Bodenverhältnisse es bräuchte, dass sich Leder erhält, aber es ist möglich. Okay, wusste ich nicht. Gut, dann vielleicht hat er recht, vielleicht gibt es die wirklich in Athen. Also ich will nicht sagen, dass er recht hat, ich sage nur, dass es realistisch ist, dass es möglich sein könnte, aber. Ja, also Tagereis, der spricht mit diesen Mönchen, sagt, es gibt diese Reliquien in Athen. Und da er ja Patriarch von Konstantinopel ist, untersteht ihm ja auch Athen. Und so verspricht er den Mönchen von Saint-Denis, dass er diese Reliquien nach Paris bringen wird. Sie machen den Kreuzzug. Oh je. Die Zeiten sind jetzt langsam vorbei. 1444 kommt noch. Ja, sonst kann man ins Baltikum marschieren oder so. Genau. Ja, also das hat er jetzt nicht vorgehabt. Aber er verspricht, dass er diese Reliquie nach Paris schaffen kann. Aber seine Bedingung war, dass mehrere Mönche ihn begleiten sollen. Und als Gegenleistung versprach er, also neben den Reliquien, noch eine staatliche Entlohnung. Und er deutete an, dass einer der Mönche vielleicht auch ein Erzbistum erhalten könnte im Osten. Erzbistum inzwischen, also der verschenkt jetzt echt schon im großen Stil. Also, und zwei Mönche hat er wirklich überreden können. Die sind dann, haben dann den französischen König gebeten, dass sie mit ihm nach, also mit dem Tagereis nach Athen reisen dürfen. Der König hat das gestattet und hat ihnen ein Empfehlungsschreiben mitgegeben, was man ja damals gebraucht hat, wenn man gereist ist, für die anderen Fürstenhäuser und so weiter. Und der König hat ihnen auch noch großzügig Geschenke mitgegeben. Tagereis machte sich also wieder auf den Weg, diesmal begleitet von zwei Pariser Mönchen und mit mehreren Dienern, die ihm persönlich unterstanden. Und sie kamen in eine Hafenstadt. Welche genau, ist nicht so klar. Aber von dort wollten sie halt dann über den Seeweg nach Griechenland gelangen. Mhm. Und in dieser Hafenstadt bestach Tagereis dann die lokalen Seemänner. Sie sollten die Abfahrt verzögern, unter dem Vorwand, dass das Wetter zu schlecht sei. In der Zwischenzeit verfrachtete er heimlich, mit Hilfe seiner persönlichen Diener, sein ganzes Gepäck auf ein Schiff. Und mitten in der Nacht reiste Tagereis ab, mitsamt aller Kostbarkeiten, die der französische König ihm mitgegeben hatte. Die zwei Pariser Mönche blieben ziemlich ratlos zurück. Und sie reisten zunächst nach Rom, um dort Nachforschungen anzustellen. Und dort erfuhren sie dann, was für ein Betrüger dieser Tagereis wirklich war. Und sie kehrten schließlich enttäuscht nach Paris zurück. Und ihre Schilderungen über Tagereis, also über dessen Aufenthalt in Paris, das floss dann in die Chroniken des Klosters Saint-Denis ein. Also wir haben hier eine Quelle, die diesen Teil der Geschichte von Tagereis belegt. Halbwegs glaubwürdig wahrscheinlich, ja. Tagereis war jetzt zur See unterwegs, aber es gab irgendwie keinen Ort mehr, wo er hingehen konnte. Also das war schon so ein Nimmersatt, oder? Jetzt war er gerade in Frankreich, wie du gemeint hast, niemand kannte ihn, er hat eigentlich keine Probleme, alle glauben ihm so seine Story. Aber vielleicht konnte er auch nicht ewig dort bleiben. Irgendwann sagt man, warum gehst du nicht wieder zurück in dein Land? Ja, keine Ahnung, nach Bordeaux oder so kann man ja gehen. Nein, das war Englisch, ne? Aber irgendwo hin, wo halt Wein wächst und dann lässt man sich's gut gehen. Jetzt überlege ich gerade, was Günther am Anfang aufgezählt hat an Ländern, ob wir noch irgendwas vergessen haben, weil wohin geht er jetzt? In Spanien? Oh, schwierig. Das war ja vor der Beendigung der Reconquista. In Nordspanien? Ja, in Nordspanien, aber was macht er da? Wein. Ja, Wein gibt's da. Ja, siehst. Weil so die richtig guten Weinregionen in Frankreich, die sind ja noch nicht französisch so richtig, oder? Oder? Ah, na doch. Bordeaux ist wahrscheinlich sogar schon französisch. Teilweise wieder, ja. Das wechselt ja hin und her. Ach, vielleicht. Aber das wäre halt klug gewesen. Aber was macht er jetzt? Ich meine, jetzt haut er ab aus Frankreich. Ja, ich sage Spanien, noch weiter südlich. Glaubst du, dass er noch... Ja, oder er macht den 360er und wird noch Muslim. Das wäre es jetzt. Jetzt halt irgendwie landet er dann so, weiß ich nicht, in Tunesien oder so. Segelt nach Amerika. Und entdeckt Amerika nebenbei vielleicht. Aber sind sie nette, ich habe es euch gesagt. Ja. Ja, schauen wir mal, was macht er? Wahrscheinlich war sein fortgeschrittenes Alter mit ein Grund, dass er sich nun entschied, in seine Heimat zurückzukehren und dort reinen Tisch zu machen.
Vermutlich bangt er jetzt auch schon langsam um sein Seelenheil. Im Jahr 1300... Darum steht es ja, glaube ich, nicht wirklich gut. Also egal, welcher Religion er jetzt am Ende angehört, er hat alle davon ziemlich beschissen. Ich glaube, Muslim werden wäre eigentlich die beste Lösung. Aber ich mein Katholik kann er die Ablassbriefe kaufen. Sind die schon in? Weil aber also zumindest kann er dort... Er kann ein bisschen was stiften oder so, ja. Ja, gut, das könnte er im Islam auch. Also Islam wäre gut, weil da tritt er ja ein und dann ist er ja erstmal ein neuer Muslim und hat noch nicht wirklich viel Dreck am Stecken. Ich glaube, da klappt das noch. Hm. Ja. Oder gleich Judentum. Tut weh. Ja, schwierig damals. Im hohen Alter noch. Schnipp, ja. Schnipp. Ach so, meinst du? Ja. Schwierig. Und mein Speck ist halt auch echt lecker. Also das ist halt... Ja gut, das könnte es auch beim Islam... Ich wollte gerade sagen, ist halt für beides ein Problem. Ja. Schauen wir mal. Aber ich glaube, wir driften ab. Im Jahr 1395 trat Tagaris vor den echten orthodoxen Patriarchen von Konstantinopel. Es ist auch so tragisch, wenn man einfach mal hört, was damals hohes Alter war. Der war 55, der Mann. Nach neueren Forschungen, oder? Ja, das war schon fortgeschritten. Ja, das war damals fortgeschritten, ne? Ja. Also er trat jetzt in Konstantinopel vor dem Patriarchen Antonius IV. Und er gestand alle seine Betrügereien und er gab sich reumütig. Und von all den Sünden, die er begangen hatte, empfand er es am schlimmsten, dass er zum katholischen Glauben übergetreten ist. Das würde ich auch sagen. Er rezitierte das orthodoxe Glaubensbekenntnis und bat reumütig um die Wiederaufnahme in den Schoß der Orthodoxie. Wogegen er sich allerdings in seinem Geständnis wehrte, das waren diese zahlreichen Gerüchte, die es jetzt schon über ihn gibt. Es gab Gerüchte über Unzucht, über Ausübung von Magie und so weiter. Schlecht. Das alles, das bestreitet er, aber sonst gibt er jetzt sehr, sehr viel zu. Der Patriarch Antonius, der hört sich das alles geduldig an. Dann übergibt er den Fall an die Bischofssynode. Dort musste Tagaris seine Beichte gleich zweimal wiederholen. Und dann ist das Ganze nochmal vor eine Volksversammlung gekommen. Und hier endet die Geschichte, denn das Urteil ist nicht mehr erhalten. Oh, das ist... Oh, Geschichte ist so unfair. Ja, es lässt uns ja echt so... Und das war's. Es ist anzunehmen, dass er bald einmal gestorben ist, aber ob jetzt aus natürlichen Gründen oder was auch immer, das bleibt offen. Ja, das war die Lebensgeschichte von Pavlos Paleologos Tagaris, selbsternannter orthodoxer Patriarch von Jerusalem und vom Papst eingesetzter lateinischer Patriarch von Konstantinopel. Er hat sich Ämter und ein Vermögen erschlichen, er wurde an vielen Orten feierlich empfangen und ist wieder in Ungnade gefallen. Und er galt im Westen als ein Exot und als Repräsentant des griechischen Ostens. Aber du bist uns noch die Frage nach den Quellen offen. Wir haben jetzt eine Sicher, Quelle warum? Vom Soleni, haben wir jetzt. Ja. Genau, aber da stand das wahrscheinlich nicht mit dem georgischen König drin. Ja, stimmt. Was hat der über sich selber geschrieben? Was oder sind ist so die Gerichtsverhandlungen? Es gibt also eine Hauptquelle. Und das ist das Geständnis. Ach ja, natürlich. Dieses Geständnis ist überliefert im Patriarchatsregister von Konstantinopel, bis auf das Urteil. Mhm. Das heißt, quasi fast alles, was ich euch jetzt erzählt habe, ist direkt aus diesem Geständnis. Ja. Es gibt noch eine zweite wichtige Quelle, eben schon, wie schon erwähnt, das ist diese Chronik von Saint-Denis, die diese französische Episode von Tagaris erzählt. Und vieles, was in diesem Geständnis vorkommt, ist recht plausibel. Das passt alles schon irgendwie zusammen, dass er dort also er wurde sicher vom Papst ernannt zum Patriarchen von Konstantinopel, dass er in Zypern war, ist großteils sehr plausibel. Aber nicht alles lässt sich durch andere Quellen bestätigen. Also insbesondere die Episode in Georgien und auch die Details auf Zypern. Also vielleicht ist dieses Geständnis von Tagaris so der letzte Akt im Leben eines Hochstaplers gewesen. Selbst im Geständnis am Lügen. Naja, es wäre jetzt ja nicht verwunderlich. Nicht ganz so verwunderlich, ja. Aber es ist schon echt,
Gut, er kam jetzt ja nicht das ganz niedriger Schicht, sagen wir mal, aber dass man dann trotzdem, der hat es weit gebracht. Also. Ja, aber gerade in diesen Schichten ist das Mittelalter ja keine Zeit, wo man nicht reist. Also die waren ja alle unterwegs, alle am Reisen. Na, ich meine jetzt auch finanziell und so. Also so, ja, definitiv. Nicht nur geografisch, also der hat ja de facto nie gearbeitet. Und, naja. Er hat wahrscheinlich ein bisschen auf Zypern, ein bisschen da. Viel geurkundet. Ja, Urkunden hat er sicher verfasst. Ja. Nicht, dass es durfte, aber ja. Und er muss halt ein wahnsinniges Auftreten gehabt haben. Also richtig überzeugend, war ein richtiger Con-Artist, geht irgendwo hin und behauptet, ich bin Patriarch sowieso. Hm. Die Leute haben ihm das geglaubt. Und dadurch ist er überhaupt so weit gekommen. Also wirklich in jeder Stadt wieder von vorne angefangen, wieder Leute überzeugt. Ja, das ist wirklich interessant, ne? Wenn man sich so denkt, dann geht er nach Savoyen und überzeugt die von null auf. Ne? Also die hatten keine Ahnung, was davor war, wer das sein kann. Einfach mal so, ja, hier, schickt mich nach Avignon, okay. Mit 12 Pferden und Gold. Was man halt mal so macht, wenn der vergessene Vetter vorbeikommt. Theoretisch wäre es ja möglich gewesen. Theoretisch, ja, theoretisch. Da sind wir wieder bei Karl dem Großen. Ja, ich bin auf diese Geschichte auch erst vor ein paar Monaten gestoßen und war komplett überrascht, dass ich davon nie was von diesem Typen gehört habe, dass der so komplett unbekannt ist, weil es sind doch einige Episoden dabei, die wirklich spannend und interessant sind. Also der war wirklich vom Papst eingesetzt und so weiter. Und ja, vielen Dank, weil auch mir wundert jetzt wahrscheinlich nicht, weil wenn du als Experte für Byzantinistik noch nie was von dem gehört hast, wundert es jetzt nicht, dass ich auch noch nie was von ihm gehört habe, aber wir haben auch ganz viel jetzt nebenbei noch so zur Gesellschaft des 14. Jahrhunderts erfahren haben und so weiter. Ja, vielen Dank. Also war interessant. Ja, ich fand es extrem, gerade dieses Drumherum, ne, weil ich mir immer schwer vorstellen kann oder konnte oder auch immer noch kann, wie eigentlich die Gesellschaft in Konstantinopel so kurz vor dem Fall de facto, ne, jetzt sind wir was, 70 Jahre vor dem Fall der Stadt, wie das da ausgesehen hat und dass es da halt doch noch irgendwie so, klar hat es Strukturen gegeben, ne, aber dass man dann mal so an einer Lebensgeschichte miterlebt, was eigentlich die Strukturen damals waren, mit wem man da geredet hat, dass man da halt dann hingefahren ist, mit dem Patriarchen geredet hat, dass es dann de facto, und nein, eigentlich nur eher die Schuhe, einen lateinischen Patriarchen gab und wie das alles aufgebaut war, das ist auch allein das schon extrem spannend, weil es also eben, diese Geschichte führt uns an so viele Orte, also wie zu den Mamluken, nach Syrien, nach Zypern, auf die Krim und so weiter. Also das ist faszinierend, ja. Bekommt irgendwie so ein bisschen einen Überblick, wie es so im 14. Jahrhundert ausgesehen hat, so im Mittelmeerraum. Ja, und wie weit man auch rumkommen konnte trotzdem, ne? Geografische Entfernungen hin oder her, also ging schon einiges, wenn man wollte. Wenn man Geld hatte, war das kein Problem. Ja, und Zeit und Nerven für die ganzen Reisen, über Land vor allem. Wenn man so reisen kann wie Tagaris mit einigen Dienern und immer auf dem Pferd und ja, es geht. Ja, ich sag vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt bei dieser Folge und danke für eure Kommentare und Einwürfe. Also mir hat es sehr Spaß gemacht. Qualitativ hochwertig. Ja. Wir entschuldigen uns eher, als dass wir... Ja, ihr habt einige gute Guesses abgeliefert. Ja, also Moment, also die guten Guesses schiebe ich hier eher auf die Seite von Ralf. Ich habe nichts Qualitatives beigesteuert, aber mein Raten war heute gut. Rom hast du erraten? Avignon hast du erraten? Ich habe Avignon, dass das passt. Ja, Elias hat Paris erraten. Stimmt. Ja, genau. Also, aber wir sind nicht so schlecht. Ja. Also ja, vielen Dank, Günther. Das war echt ein Einblick in eine kurze Phase der Weltgeschichte, die ich so gar nicht zuordnen konnte und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch wenn wir inhaltlich nichts beigetragen haben. Ich konnte zumindest sagen, dass es keinen Grimmkahn gab. Stimmt, du hattest ein bisschen Input. Ja. Genau. Wirklich anerkannt war zu der Zeit. Na gut, in diesem Sinne beenden wir die Folge und bis zum nächsten Mal. Wie man in Griechenland sagt, Arrivederci.